Einen wunderschönen guten Morgen, läuft hier, hoffe ich. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Panorama und zu My Walking Dead sind wir. Jetzt gab ich gestern kein Video, weil ich gestern etwas eingebieselt war. So, wir haben das Ende des großen Krieges erreicht. Die Prostata Brothers sind Zwölfter geworden mit 1.224.807 Punkten. Extrem geiles Event. Super geile Aktion, was hier abgezogen wurde. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Es haben so viele reingehauen. Wir schauen uns schnell die Kriegsrangliste an. Unicorns, erster mit über 3 Millionen Punkten, fast 4 Millionen Punkte. Das war schwer. Da wären wir wohl nicht hingekommen. Prostata Brothers, wir haben 37 zu 27 Kämpfe. Wenn man sich das anschaut, ist das extrem gut. Alle hier in der Umgebung haben deutlich mehr verloren als gewonnen. Wir sind so die einzigen. Hier in Your Face ist dann so die Grenze, die es übrigens nicht mehr auf Platz 6 geschafft haben. Wir haben hier 37 zu 27 Siege, wir waren richtig geil. Und das haben ein paar richtig, richtig reingehauen bei uns. Moment, wir schauen uns das im Einzelnen vielleicht schnell an. Hier Glenn und das Finn leider nicht, wobei das Finn war zumindest online. Den habe ich online gesehen. Glenn habe ich nicht online gesehen. Leider, ich habe ihm auch über Line schon geschrieben. Glenn, wenn du mal wieder online bist irgendwie, melde dich. Naja, Nils, dann haben wir Eddie mit 102.000 Punkten, Kyle Reese mit 111.000 Punkten, Sam mit 6.900, Ralle 26.000 ist neu bei uns, super geil reingehauen, Nick mit 23.000, super klasse. Speedy hatte keine Chance, irgendwas zu machen, hat er schon geschrieben, mit seinen nicht mal ausgelevelten 3 Sternen ging gar nichts. Xel war dabei, Greek Fighter hat reingehauen, Hoshi war mal da scheinbar. Phil mit 130.000, unglaublich der Mann. Was der ein Pensum abreißt bei dem Event, ist echt unfassbar. Also es haben viele ein richtig großes Pensum abgezogen, aber ich habe halt, bei ihm schaue ich halt mehr oder weniger halt immer, weil er ein Vize ist und er ist halt immer da. Er kümmert sich, er macht, er tut. Er ist ein richtig geiler Vize. Ja. Nickel C, 375 Punkte, immerhin. Kevin, also was heißt immerhin? Entschuldigung, das klang jetzt so. Nein, richtig, okay, weil für sein Team super, er war da. Finde ich klasse, finde ich richtig gut. Kevin, 120.000 Punkte. Ezra, 5.000. Wastel, 66.000. Zero, 1000, 10.000. Yannick, 88.000, unglaublich. Ich habe 109.000. Logan, 32. Navi, 28. Also alle, hier fast alle haben Gas gegeben. Wir haben das Finn, der gesagt hat, ging nichts, Speedy ging nichts und ich glaube, selbst Arrow hat Punkte gemacht. Nein, Arrow hat auch keine Punkte gemacht. Auch ganz frisch bei uns mit einem ganz neuen Account von einem anderen Server, was geht hier draußen ab, von einem anderen Server und einfach teammäßig keine Chance, irgendwas zu machen. Ich hoffe, das wird sich bald ändern. Genau, so sieht's aus. Dann schalten wir aus, wir gehen hier auf Einfordern. Da kriegen wir jetzt 75 Negan und Rick Filzstiftköpfe, einen wunderbaren, es ist ein Zwei-Sterne-Ausbilder, tatsächlich, es ist ein Bird Zwei-Sterne-Ausbilder. Dann haben wir 5 Sterne-Rekruten-Token, kriegen wir 500. Wir kriegen zweimal die geheimnisvolle Tasche und zweimal eine Mystery Bag, Kingdom Crate. Ja, da sind dann hier nochmal so ein paar 5-Sterne-Rekruten drin, Token drin. So. Dann sagen wir hier einmal guten Morgen. Ich war jetzt beim letzten Krieg noch kurz online, habe einen Kampf gemacht, mehr war nicht drin. Guten Morgen. Mehr war nicht drin. Ich bin im Augenblick nicht ganz zufrieden, ich krieg's nicht ganz gebacken. Ich habe sehr wenig gemacht in diesem Event, muss man auch dazu sagen. Also nebenzu. Also ich habe halt, wenn die Runden mitgespielt, aber das war es dann auch. Was habe ich hier hergestellt? Irgendeine planlose Waffe. Was habe ich hier gemacht? Ach du meine Güte, das hätte ich mir aussparen können. Halt, ich habe halt was gemacht, dass ich was gemacht hatte. Hier läuft eine Plündermission, wieder eine 100.000 XP-Mission. Da sind beide Ressourcen dabei, also einmal der Schildressource, den ich unbedingt weiter hochziehen muss, weil er echt im Krieg, er geht halt jedes Mal, der geht so schnell, dass ich ihn höher ziehen muss. Und der Wiederbeleben, den es jetzt im Event gab, dass ich den endlich hochleveln kann. Dazu noch der Negan, weil der Negan, der gibt richtig, der ist richtig übel. Der gibt richtig übel Schaden. Und neu im Team ist Chet. Den habe ich gekauft für 6000 VL. Eben hier im Vorratslager, weil er halt billig war. Ne? Hier gibt es auch noch Denise, die man unbedingt brauchen kann. Nee, wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich doch gar nicht hin. Hallo? Da, Überlebensmarker gab es auch nichts Besonderes mehr. Da bin ich auch auf Survival Road. Ich komme einfach nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu zu spielen bei der Survival Road.
Ist gerade echt ätzend. Ich habe noch immer 6-2 Kriegsenergie. Ich habe richtig viel gekriegt. Hier 20 mal Raid-Energie und 11 mal Weltenergie. Das reicht. Dann haben wir hier hinten die Ausrüstungskiste. Machen wir mal auf. Hier kriegen wir einen Werkzeuggürtel. Super. Und eine topografische Karte. Super. Dann haben wir noch Kampftruhen, da kriegen wir noch Vorratspunkte und dann kriegen wir einmal 650, 700 war das Maximale und 500, super Ausbeute. Dementsprechend können wir jetzt einen 5-Sterne einlösen. Prestige-Rekruten. Wer wird es werden? Tyrese. Habe ich den auf dem Schirm gehabt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein blauer. Ist ein blauer Tyrese? Ist der gut? So, ist der gut? Road to Survival? Ist der gut? Ich weiß es nicht. Tyrese. So, Road to Survival Tyrese. Was haben wir? Fügt eine Reihe von Feinden 300% Schaden zu. Alle Teammitglieder halten 2 Runden lang 50% Angriff, 50% Verteidigung. Und neutralisieren. Ah ja, das ist natürlich schon geil, ne? Das ist natürlich schon cool eigentlich. Was? Alle Teammitglieder halten 2 Runden lang 50% Angriff und 50% Verteidigung hier und neutralisieren. Gut, war jetzt kein schlechter Zug. Hätte bessere gegeben, aber war kein schlechter Zug. Zumindest kann man ihn. Was ist er denn eigentlich? Was ist er denn eigentlich für ein. Brauche ich auch Nachtsichtbrillen? Ich brauche so viele Nachtsichtgeräte oder Nachtsichtbrillen. Er braucht welche, also Tyrese braucht welche. Hier der Ressource braucht noch welche und ich habe ja noch hier die braucht auch welche. Also das, hier geht's ab, Leute. Die Hunde in der Gegend, Leute, die mit ihren Hunden hier draußen rumspazieren. Süße Hunde, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. So, dann haben wir uns Tyrese gezogen. Tyrese, ich weiß nicht, das war jetzt so ein. Finde ich jetzt nicht schlecht, ich finde es aber auch nicht gut, um ehrlich zu sein. Was haben wir hier geholt? Ah, Raid-Energie, genau. Wie gesagt, da bin ich jetzt so ein bisschen. Ja, okay. Schlecht ist er bestimmt nicht. Also schlecht ist er bestimmt nicht. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ob ich den Rausch bei ihm auf sehr schnell kriege, weil das wäre natürlich schon. Den habe ich hier noch gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich dachte, weil ich habe hier durchgeschaut und habe mir gedacht, ah, was könnte der beste und was könnte der schlechteste Fall sein? Zum Beispiel hier so einen gelben hätte ich. Super gefunden, sogar egal. Also hier Rick hätte ich jetzt nicht toll gefunden, aber wäre auch gut gewesen. Eugene hätte ich jetzt auch nicht so, aber ich dachte mir, naja, egal, komm, es ist ein Fünfer, nehme ich mit. Ellen Clementine, ist er überhaupt dabei? Andrea wäre cool gewesen. Andrea wäre cool gewesen. Oder Kenny. Kenny wäre auch cool gewesen. Ja. Ezekiel, Kenny. Larry hätte ich am wenigsten gewollt, um ehrlich zu sein. Ach nee, ihn hier. Und Darius hätte ich auch am wenigsten gewollt, irgendwie. Ja, gut, gibt halt 76 normal und gibt halt 3 Runden lang 60% Angriff und 50% Verteidigung nett, aber brauchen tut den wirklich keiner. Angela, Mark, Heath, Richard. Sie ist zum Beispiel jetzt nicht schlecht, Caroline, aber sie ist auch nicht. Nee. Der wird mir hier gar nicht angezeigt, zum Beispiel. Yay! Also, es gibt deutlich mehr 5-Sterne-Rekruten, als mir hier angezeigt werden. Naja, gut. Ist halt so. Wie gesagt, Tyrese ist jetzt nicht schlecht, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ist jetzt nicht der Killer-Charakter, aber sicherlich sinnvoll als Ergänzung. Dann haben wir haben jetzt wieder 1330. Wir fangen jetzt wieder neu an, praktisch bei den 5-Sterne. Dann haben wir hier 4-Sterne-Rekruten, Waffen und Elite-Tokens. Da gibt es nicht wirklich. Morgen. Deine Einmal-Ziehen-Methode klappte leider nicht in Abraham, da hätte ich gerne. Ja gut, klappt bei mir auch nicht immer. Ach meine Güte. Immer. Das ist das Traurige eigentlich eher bei Scoreplay. Ist irgendwie der Umstand, dass du das oft hier in diesem Rondell werden dir so viele Sachen immer angezeigt irgendwie und das, was du dann kriegst, ist da gar nicht dabei eigentlich. Also nicht immer, aber auch ist es jetzt völlig wurscht, auch wenn du hier zum Beispiel, hier bei den erstklassigen Rekruten, Elite-Charakteren,
habe ich noch nie was Besseres als 4 gezogen. Überwiegend ziehst du 3 und hier habe ich 3 oder 4 Mal Joshua rausgezogen. Ja, Map. Hier werden dir mal voll die coolen Charaktere angezeigt. Natürlich, das ist wie im Laden. Du sollst es ja letztendlich kaufen. Aber hier kannst du auch so viel Scheiß ziehen. Oder was heißt, ja, es ist halt einfach ärgerlicher Bullshit irgendwie. Besonders wenn du Geld ausgibst. Darum gebe ich auch in dem Spiel kein Geld mehr aus. So, dann warten wir hier auf die Dinge. Wir erwarten übrigens ein Raid-Turnier. Müssen wir mal schauen, wie das laufen wird. Hier haben wir Blitzstraßenkarte übrigens. Hier gibt es halt die restlichen Sachen irgendwie, die man gebrauchen könnte für Rick und Dwight und was weiß ich was. Müsste ich mit dem. Die Waffe von dem hat einen üblen dritten Bonus. Welche Waffe? Den dritten Bonus? Achso, ja, der Splitterschaden. Hier, allerdings. Aber ich mag sowas eigentlich nicht mehr. So, das ist nett irgendwie, dass die Waffe dabei ist. Ich meine, er hat noch hinrichten, das ist auch übel. Es ist nett, dass die Waffe dabei ist, keine Frage. Aber letztendlich, du kannst sie halt nicht modifizieren. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Und er hat sie halt. Du kannst sie nicht austauschen und sagen, naja gut, ich würde eine andere Waffe gerne nehmen. Das, ja. Egal, hier, ich bin nicht mal dazu gekommen, Werbung zu schauen oder Gold abzugreifen oder so. Ja, wie gesagt, jetzt erwarten wir ein Raid-Turnier. Hier unten wird noch eine Farm ausgebaut, die hatte ich total vergessen irgendwie. Hier habe ich gestern wieder mal Otis oder was weiß ich wieder, Lurchis gekriegt. Wie gesagt, ich habe jetzt bisher einen 4-Sterne-Charakter Carsten hier rausgekriegt. Ansonsten habe ich hier nur Bullshit gekriegt, nur 3-Sterne-Charaktere, die mir eigentlich nichts bringen. Auch so eine unsinnige Erfindung eigentlich, wobei das Einzige, was es halt bringt, ist, dass du Nahrung dir sparen kannst, aber ich finde dann halt auch übertrieben, wenn du hier Nahrung sparst, in Anführungszeichen, und alle 2 Tage kriegst du für 219.000 Nahrung 3-Sterne-Charakter. Ja, super. Ja, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt heute, werde ich farmen hier auf 7.1 weiterhin. Achso, ich muss mein Team noch umstellen. Werde ich weiter farmen und zwar auf 7.1. So, das müssen wir mal kurz bearbeiten. Nein, dopp, nehmen wir raus. Ich mache hier vorne rein. Glenn kommt da hinten rein. Und Karl? Wo können wir nehmen? Nehmen wir Karl oder nehmen wir Zachary? Nehmen wir Zachary. Ach, da muss ich mich auch drum kümmern, Leute. Habe ich auch noch nicht gemacht. Nee, nur so. Halt so. Nee. Shit. Habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert. Ich muss unbedingt die Zacharys, die sind im Rausch noch gar nicht alle hoch. Der erste, der Zachary ist auf 9, glaube ich, und der andere ist auf 7 oder so. Da muss ich unbedingt noch so, das setzen wir auf Verteidigen. Einfach, ihr wisst schon. Wenn die zwei hier von dieser Plünderungsmission zurück sind, dann kommen die in das Verteidigungsteam, weil blau-grün wird dann die Verteidigung, weil jeder, der Richards sieht, wird wahrscheinlich mit gelben angreifen. Und da können wir vielleicht ein bisschen mit 2 grünen 5-Sterne auf die Kacke hauen. So, der ist auch noch in der Mission, weil ich kriege ihn einfach nicht hochgelevelt. Hier seht, ich habe hier so ein paar Ausbilder drin hängen. Genau, Basil, den 4-Sterne habe ich. Er ist auf 44, ich kriege ihn einfach nicht. Wie viel haben wir dann? 10 Level. 54. Jetzt schauen wir mal. Er ist jetzt auf der Plündermission. Da sehen wir, was da übrig bleibt, dass ich ihn endlich auf den 3. Stern kriege. Und dass ich ihn hochgelevelt kriege, damit da was läuft. So, genau. Und dann haben wir hier noch die Baustelle. Da werde ich jetzt heute den ganzen Tag farmen. Schön, brav und nett. Das müssen wir auch mit dem Team machen. Da werde ich den ganzen Tag heute farmen. Wir nehmen wir hier mit Speedy, komm, der kann bestimmt jemanden gebrauchen. Heuer-Tokens sind in dem Stadium noch richtig, richtig wichtig. Wie gesagt, da farm ich jetzt heute den ganzen Tag. Jetzt werde ich Tyrese natürlich dann noch hochziehen, was auch wieder ein Jäger ist. Also Jäger habe ich extrem viele in der Zwischenzeit. Sollte nochmal so ein Straßenkartenturnier kommen mit Rollenverteilung, also wo du halt nur Jäger nehmen durftest oder nur Soldaten und nur Friedenswächter. Für mein Jägerteam glaube ich das Beste bisher, also was ich so aufzubieten habe. Hätte ich 1, 2, 3, 4,
Also mindestens 4, 5 Sterne Charaktere. Genau. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuschauen. Morgen geht es hier weiter. Wir werden sehen, was Scopely uns für ein Turnier an die Hand gibt hier. Ihr seht, das ist eigentlich relativ easy. Also 7-1 brauchen wir nicht drüber reden. Zum Schluss wird es schon schwerer, aber wie gesagt, die Karte habe ich ja schon durch. Da passiert ja schon nichts mehr. Genau, wir werden sehen, was Scopely uns für ein Turnier anbietet. Das habe ich jetzt im Allgemeinen total vergessen, Leute. Das habe ich ja total vergessen. Prostata Brothers 2, jetzt anmelden. Es gibt auf Winston, Prostata Brothers 2 wird eröffnet werden. Ich weiß es jetzt nicht, Kai wollte das heute Nacht machen eigentlich. Gab aber jetzt irgendein Problem mit der Anmeldung, ich weiß nicht bei ihm. Ich hatte ihm dann noch geschrieben, dass auch ich es machen kann, da habe ich bis jetzt nichts gehört bei. Ja, werde ich auf jeden Fall, ich werde mich darum kümmern. Aber jetzt die Anmeldung Prostata Brothers 2 läuft. 30 Leute haben wir? Nein, stimmt nicht. Kai und ich sind drin, sind 28. Plus Landrik wird reingehen wahrscheinlich von uns, dann sind es noch 27, also es wird langsam, es wird schon enger. Es wird schon enger. In dem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, macht euch bewegt und bis morgen. Na.